Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Nächste Folge RTC. Meine Haare sehen aus wie das Schlimmste aller Zeiten, aber es ist mir jetzt auch egal, Leute. Oh mein Gott, das fängt gerade mit einem krassen Turn überhaupt an. Ich habe hier eine Multiteam-Lobby gefunden, die echt vielversprechend aussieht und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt oder nie, Alter, jetzt renn, Marcel, renn, 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 renn. Okay, jetzt kommt hier gleich einer hoch, ich werde verfolgt. Okay, Leute, ich habe endlich mal eine vernünftige Multiteam-Lobby gefunden. Oh nein, außer dieser eine Typ hier, das ist der einzige, der abfuckt. Guckt euch bitte an, wie das aussieht. Ah, der unten, der bricht die Kurbel wieder ab. Ah, oh, da ist wieder massiv die Kurbel abgebrochen bei dem unteren. Das ist das zweite Mal, dass er aus der Lobby geflogen ist jetzt. Das zweite Mal. Ich kann nicht mehr, ey. Junge, wieso kann ich denn nicht sprinten? Was ist das? Mann, noch ein dritter, ey. Ich glaub's nicht. Mann, wie geil wäre diese Lobby. Ey, und dann... Mann, der Splitscreener ist jetzt zweimal rausgeflogen. Ist doch unglaublich. Ist wirklich unglaublich. Ey, wieso sprintet der immer so wenig? Ich verstehe es nicht. Toll. Stellungspunkte nicht gekriegt. Dem kurz die Ehre genommen. Wo ist die nächste Stellung? Drüben. Alles klar. Weiß der Tryhard, dass die drüben ist? Ja, auf jeden Fall ist... Ja, also der, das will ich jetzt sehen. What the fuck? Er hat Orbi, Digga, Mann. Der Splitscreener kommt wieder rein. Er wird's wieder nicht schaffen. Digga, als ob wir. Er sagt, so hätten Turn kassiert. Digga, die. Oh, er ist reingekommen. Jetzt der Splitscreener ist reingekommen. Okay, Leute, jetzt konzentrieren wir uns. Der hat zwar Orbi, aber ist nicht so schlimm. Wir müssen einfach nur ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Solange wird der Orbi nicht halten. Der ist ja dieser No-Hand, Digga. Er lasert manchmal so heftig. Okay, feindliche Hunter-Killer, kein Schwarm. Ich dachte Schwarm. Okay, come on. Einfach nur. Die Streaks jetzt einmal erreichen. Ich bin nicht mal bereit. Ich habe einfach aus Spaß Multiteam gesucht und habe jetzt zufälligerweise eine Lobby gefunden. Das ist so die Story hinter dieser Runde. Okay, das war der einzige hier. Nein, er ist reingeklettert. Wie konnte er so schnell reinklettern, Leute? Oh nee. Och Mann, oh. Ich hab. Oh Mann. Oh, der Typ packt mich so ab. So hasst er mich jetzt. Mann, Digga. Ich hab nicht mal Teammates. Ja, geil. Digga, was ist. Digga, was passiert hier gerade, Alter? Wenn ich ja Blitzschlag, da geht es nicht auf mich. Ausnahmsweise mal nicht. Ich verstehe es nicht. Ist der Typ jetzt gequittet oder was ist passiert? Oder ist der einer von den Noobs wahrscheinlich eher gequittet, oder? Niemals ist der gerade gequittet. Digga, ich check hier gar nichts. Er ist gequittet, oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt endlich mal eine gute Lobby. Komm mal, Marcel, jetzt konzentrier dich. Jetzt, er spielt einfach diesen Scheiß. Orbi. Ich habe ganz merkwürdige Streaks dabei. Ja, scheiß drauf, einfach mit Map. Okay, come on. Nein, hinter mir, hinter mir. Oh Mann, Digga! Das Timing ist doch unglaublich, ey. Ich meine, klar wird das kein 100 Plus oder so. Oh mein Gott, was ist das? Ey. Das ist die heftigste Lobby der Welt, Digga. Jetzt kommt noch Xcape V2 rein, der mir die Lobby wahrscheinlich versaut. 18 zu 8, Digga. Weil ich einfach, weil hier einfach Scump 2 drin ist, als Noob verkleidet. Wehe, Digga. Lass es. So, Hand. Wahrscheinlich holt er mich jetzt auch noch. Guck mal, Leute, was ist das? Der Typ weiß nicht, was abgeht. Steps gehört hinter mir. Stellung nehmen wir erstmal mit. Laufen jetzt weiter.
Digga, also jetzt komm mal, Marcel. Na, oh, ey, das gibt's nicht. Ich bin. Jetzt quittet noch ein anderer. Oh Gott, ey. Freunde, ich bin so gestresst. Ich wollte, wie gesagt, nicht mehr aufnehmen. Ich habe auch Spaß Multiteam gesucht, Digga. Was ist das hier auf meinem Kopf? Ich mach lieber so. Sehe ich ein bisschen so Boygroup-mäßiger aus. Kappa. So, wenn jetzt bitte nicht der Tryhard oben in der Stellung wäre. Das ist unglaublich. Die Stellung ist einfach weg. Ich bin einfach nicht bereit dazu gerade. Ich gehe hier wie so ein Verbrecher, Digga. So ganz billig diese Stellungspunkte holen. Okay, Tarnheli haben wir. So, jetzt würde ich ganz gerne auf die billigste Art und Weise den Orbi bekommen, wenn das einmal gehen würde, bitte. Ah, ist umkämpft, okay. So, Orbi haben wir jetzt endlich, Alter. Das war aber auch ein Akt, Mann. Ich heule gleich, Mann. Ohne Scheiß. Ich weine einfach gleich im Video. Einmal eine gute Lobby und ich kann sie nicht nutzen. Ist der Typ eingefroren, oder? So schnell rüber da. Oh mein Gott, Digga, wie die Lobby aussieht. Digga, ich glaub das gerade nicht. Bitte nicht den geholt haben hier, ne? Danke. Ich glaub nicht, wie die Lobby aussieht von den Farben, Leute. Okay. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Orbi habe. Nicht mehr lange. Tarnheli macht noch ein bisschen Arbeit. Die Gegner checken eh nicht, was eine Stellung ist. Einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Nächste Stellung ist wieder hier, glaube ich. Ich glaube, die nächste Stellung ist wieder hier. Ich bin mir nicht sicher. Leute, nein. Habt ihr das gesehen, wer mich getötet hat, wie er es gemacht hat? Mein Gott. I love my secret. Warum tust du das? Du weißt ganz genau, was ich hier aufnehme, Digga. Warum bleibst du jetzt drin? Es ist so frech. Ich komme nicht damit klar. Ich komme psychisch nicht damit klar, Leute. Ja, ich bin jetzt tot. Oder muss los? Sollen die in die Stellung gehen, Alter? Er boostet die Stellung. So, jetzt kassiert ihr den Schwarm noch. Der Typ laggt wieder wie Sau hier. Ist so krank, wie er laggt. So, Leute, ich lasse mir das hier nicht. Ich drücke den jetzt den Schwarm. Ich drücke jetzt den Schwarm. Ist mir scheißegal. Ja, jetzt habe ich ihn safe. Na, nicht ganz safe. Jetzt habe ich ihn safe. Okay, nice. Mir reicht's jetzt auch, Leute. Mir reicht's jetzt auch. Dass dieser eine Typ hier reingejoint ist, es reicht mir wirklich. So, ich passe einfach auf, dass jetzt hier keiner kommt. Ich habe richtig Herzklopfen. Es ist zwar nicht mal ansatzweise gutes Gameplay, aber es fühlt sich so an wie früher. Gib mir mal das hier für Nahkampf. Oh nein, 8,2 Sekunden ist die Runde schon vorbei. Es hat einfach zu lange gedauert, diesen Schwarm zu bekommen. Aber schon ist es schön, wie die Streaks gemeinsam arbeiten. Das macht mich glücklich. Ein schönes Gefühl. War klar, Digga, er ist der Beste. 57 zu 11, Alter. Scheiß drauf. So, okay. Easy. Alter, wenn ich jetzt hier von Anfang an besser gespielt hätte, Mann, ey. Unglaublich. Guck mal, wie es hier nicht interessiert. Wie hoch bin ich eigentlich gesprungen? Gerade 3 Meter?
Eieiei, guck mal da unten, Digga. 013, 116. Solche Gegner brauche ich. Warum ist jetzt I Love My Secret drin? Ich verstehe es nicht. Das Ding ist, was mache ich jetzt, Alter? Ich frage ihn, ob er quitten kann. Diese Lobby, so ein Lobby kriege ich einfach nie wieder. Please quit, Bro. Wäre einfach zu korrekt von ihm jetzt, weil dass er Deutsch ist, ist ja sowieso klar. Gucken wir doch mal, aber er wird eh drin bleiben und dann muss ich jetzt richtig um mein Leben tryharden, aber ja, was soll ich machen? Ich glaube, ich brauche aber kein Schnellziehen. Ich glaube, Magazinerweiterung macht das da schon besser. Er ist gequittet. Er ist ein Ehrenmann. Leute, I love, wie, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, ist ein Ehrenmann. Ein wahrer, wahrhaftiger Ehrenmann. Ein Mann von Ehre, ein Mann von Stolz, ein Mann von Hingabe, ein Mann von Liebe. Ein Ehrenmann. Also wirklich jetzt. Und ich möchte, dass ihr ihm das, auch wenn ihr ihn irgendwo findet, dass ihr ihm das sagt, dass er ein Ehrenmann ist. Und dass ich seine Familie immer in Ehren halten werde. Und dass er einfach ein Mann ist, der viel getan hat für Scorpion Place und für das RTC. So, ich glaube, das reicht jetzt. Oh mein Gott, Digga, wie Lobby aus. Ich verspreche jetzt hier kein krasses Gameplay, aber ich hoffe, dass bei Devil Kronos nicht die Kurbel abbricht. Komm, connecte, bitte. Bitte connecte, bitte connecte, come on. Er ist so am Kurbeln gerade, Leute, ihr glaubt es nicht, wie er am Kurbeln ist. Ich glaube, die erste Stellung ist hier, oder? Ja. Er ist drin. Das Ding ist, ich will nicht wissen, wie die laufen. Ob sie überhaupt wissen, was die Stellung ist. Da unten ist auf jeden Fall einer. Drohne ist schon mal wichtig in so einer Lobby. Der eine Typ ist eher AFK hier. Nein, 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 Ruben. Ruben, hör auf. Ruben, es reicht. Ruben, bitte tu das nicht. Gönn mir die eine gute Lobby, die ich habe in meinem Leben. Ja, Ruben hier mit der Skorpion. Lass mich durch, ich bin Arzt. Es kommt noch einer in die Stellung. So, so macht man das. Wenn ihr ein Multiteam-Tutorial wollt, jetzt wisst ihr, wie es geht. Das sind leider nicht die größtmöglichsten Recruit-Bots, aber. Oh nein, Digga. Der Splitscreener, die Kurbel ist abgebrochen, Freunde. Die Kurbel ist abgebrochen. Vielleicht connectet er nochmal neu. Ich brauche auf jeden Fall die Streaks schnell wieder. Okay, Orbi habe ich wieder. Genau, richtiges Timing. Okay, schnell rüber hier. Mein Gott, Digga, ich habe keine Muni mehr. Ich wusste, dass sie mich nicht treffen, Digga. Ich wusste es, aber ich habe 2 Schuss, Digga. Mein Gott, ich habe die Waffe bekommen. Der eine Typ versucht mich immer noch zu holen. Mein Gott, habe ich das aufgegessen, den KSG-Shot? Okay, come on. Wir brauchen jetzt gleich wieder die Streaks. Ich habe eigentlich die beste Waffe, um diese Stellung zu pushen. Florian, hör auf. Florian, hör auf. Er holt mich, er holt mich, er holt mich. 1-2. Oh mein Gott, Leute, nein. Er holt mich wirklich. Oh, egal. Es war der beschissenste Zeitpunkt, der möglich gewesen wäre, diesen Tod zu kassieren, by the way. Es war der schlimmstmögliche Moment, diesen Tod zu kassieren. Aber ich beschwere mich jetzt nicht.
Ich habe trotzdem eine gute Lobby. Ja, okay, ist ja gut mit der Konterdrohne jetzt. Mein Gott, guckt euch die Farben dieser Lobby an. Ich glaube das nicht. Digga, was? Der hat ein Geschütz, der hat ein Geschütz. Floris. Floris hat die Lobby zerstört. Floris hat die Lobby zerstört. Es gibt immer einen Faktor, Leute. Ich habe es euch ja gesagt, genau so ist es. Es gibt immer einen Faktor. Diesmal war es Floris, der mit Scorpion Evo keine Hände hat. Aber trotzdem reicht es halt. Das ist eben das Problem. Es reicht. Scheiße, jetzt kriege ich, wie lange habe ich keinen Kill mehr gemacht gerade? Digga, wie ernst machst du? Er piekt um die Ecke wie bei Fortnite. Ja, ist der Beste. Seitam ist auch der Beste. Auch eine 3er KD. Was soll man machen? Ich kann nicht durch die Mitte laufen. Wisst ihr, wie schlimm sich das gerade anfühlt? Zu wissen, dass man diese Lobby verkackt hat, beziehungsweise was heißt verkackt, dass die einfach die schlechtesten Recruitboards reichen nicht. Es muss noch eine Stufe schlechter sein. Guckt euch jetzt an, Ruben Flores, Mann, das ist doch nicht normal. Junge, Junge, Digga, einmal habe ich eine Lobby jetzt. Meine Fresse, und jetzt ist das so eine scheiß Lobby, wo ich nichts hinkriege. Es gibt so Noob-Lobbys, wo man nichts hinkriegt. Hier schon mal nächste Stellung, Alter. Der Typ mit der Shotgun auch. Er hat Orbi. Er hat Orbi. Der Floris hat Orbi gedrückt, Digga. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, dass er Orbi gedrückt hat, Digga. Komm, Stellung. Ich kann es ehrlich nicht glauben, dass er Orbi geschafft hat. Ich muss es jetzt einfach schlau versuchen, wieder Orbi MP zu kriegen. Komm, wie schön die Farben sind. Ach, come on, Digga. Ja, der Typ ist halt nicht so bad, ne? Es ist schon gameplay-mäßig eine Lobby, wo was gehen würde, theoretisch. Aber es ist einfach gerade nicht dieser Tag, an dem das so ist. Das Lustigste ist, warum ich hier überhaupt gerade sitze. Ich muss mich beeilen, Digga. Schnell. Schnell, einmal kriege ich sie vielleicht noch. Nee. Ich wusste, der kommt jetzt. Ey, ganz ehrlich, hackt der Typ oder so? Mann, der ist immer am richtigen Ort, Digga. Ich check's nicht. Genau, hier hat er mich eben geholt. Geh in die Scheißstellung jetzt. Geh doch in die Stellung, Mann. Nimm deine scheiß Gratispunkte mit. Geht doch. Ey, wenn das... Beide haben Skorpion. Wenn einer... Ich dachte, der hintere, der vordere wäre Ruben. Wenn es einfach der andere gewesen wäre. Aber nein. Ich wusste, er trifft. Er ist der beste Spieler der Welt. Ach Leute, Mann, ist das schade. Das ist so schade. Ey, die Folge hätte so krass werden können. Genau mit dieser Verzweiflung habe ich, by the way, immer Multiteam gespielt. Multiteam hat mir noch nie Spaß gemacht. Es war immer nur schlecht. Multiteam hat mich immer nur abgefuckt, bis auf die Gameplays, die ihr dann auf YouTube gesehen habt. Weil es einfach ein Psychoterror ist, dieser Spielmodus. Ein reiner Psychoterror. Ist mir jetzt auch egal, Digga, trifft mich halt. Ja, ja, klar, Ruben. Ein Kill mehr vorhin im richtigen Moment. Hier ist eh der Typ mit der KSG. Ne, der ist hinter mir. Ja, Digga, okay, warte mal, ich check das nicht. Digga, er ist so gut mit der KSG, das ist wirklich krank. Ich verstehe das irgendwie nicht, was hier passiert. Er ist wirklich, ohne Scheiß, er ist wirklich krass. Er ist wirklich, also er ist wirklich gut damit. Guck mal,
Wir stehen fast gleich. Ich verstehe das nicht. Ey, was ist das, Mann? Was ist das, Alter? Ich verstehe es nicht, wirklich. Ey, die sterben die ganze Zeit alle nur selbst an ihrer Scheiße, Mann. Der Typ sitzt auch die ganze. Er wird für den Rest seines Lebens in dieser Ecke sitzen. Ich wurde noch nie so von der KSG zerstört in meinem Leben. Ich schwör's euch. Ich komme nicht klar. Ehrlich nicht. Ich komme auf diese ganze Lobby nicht klar, Digga. Ich habe auch Host, aber habe die schlechteste Verbindung. KSG? Der KSG-Typ, Digga. Also, das war ja so sweaty. Okay, Leute, danke fürs Dabeisein. Lasst ein Like da für diese Folge. Wir haben vielleicht, wenigstens haben wir mal ein paar EP gemacht, jetzt 2 Runden am Stück. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.